meine lieben Kinderchen da draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Offens. Oh, das hat gedauert, ne? Ja, wie gesagt, ich habe das ja geschrieben bei YouTube, ne? Warum es eben halt so ist, warum es so lange gedauert ist, hat. Ja, in der Zeit, ihr kennt bestimmt noch von Jonathan den Hund damals, Lara Croft hieß er bei Sein. Ja, der ist nun mal eben halt gestorben. So, und dann hatten wir jetzt einen Welpe gehabt. Oder jetzt einen Welpe geholt, ne? Und der braucht natürlich eben halt die komplette Aufmerksamkeit. So, jetzt sind wir aber wieder hier. The Healing haben wir bis jetzt auch so weit gespielt, wie wir konnten. Und jetzt sind wir wieder bei Orphans. Die Waisen. Was haben wir hier gemacht? Wir haben die Kameras gecheckt und da war wieder irgendwie was gruselig so gegangen und zwar hat sich ein Stuhl bewegt. Konnte nicht nachgewiesen werden. Und das finde ich immer so geil, wie die Entwickler das machen, dass das dann auf einer Wiederholungsaufnahme, der komplett weg ist. Voll total geil einfach. So, los geht's. Haunted. So. Okay, nochmal ganz kurz zurück. Leon, Grüße zurück und alles gut an euch. Kussi, viel Spaß, ihr Lieben. Achso, wir hatten noch ein Video bekommen, wo die beiden einen Unfall hatten. Richtig, genau. So, man sieht sich, Marco. Mach's gut. Okay. Genau, das sind ja diese YouTuber hier gewesen, die auch einen Lost Place-Kanal hatten, ne? Meine Güte, hört sich das heftig an, wenn man so ein Headset auf hat. So, nun hast du auch unseren größten und erfolgreichsten Partner im Channel kennengelernt. Ja. Ist da jemand neidisch? Ihr habt mehrere? Ich denke immer, die hat so eine Weihnachtsmütze auf. So sieht das irgendwie mal aus, ne? Jupp. Ist immer interessant, sich auszutauschen. Man gibt sich Tipps und tauscht Erfahrungen aus. Ja, das hatte ich damals auch mit einer YouTuberin gehabt. Verlinkt sich gegenseitig. Man hilft sich halt untereinander. Da sind inzwischen schon richtige Freundschaften entstanden. Ja, wie gesagt, das hatte ich auch mal mit einer YouTuberin gehabt, mit Pixeldörte. Aber die konnte es, glaube ich, nicht ertragen, dass ich die Rolle damals bei The Sign gekriegt habe und sie einfach weg war, weil sie sich nicht drum gekümmert hat und hat mich dann auch aus allen ihren Dings gekickt eben halt. Aber jetzt noch mal kurz unter uns, Tomji. Du scheinst ja wirklich nett zu sein und die Nummer mit dem Stuhl eben, Chapon. Aber tu mir bitte einen Gefallen und lass sowas in Zukunft, okay? Ich finde sowas echt gruselig. Sowas gibt es gar nicht. Sandy und Mika sind da etwas zarter beseitet als ich oder der Rest von uns. Und das Video von Ina und Samu war schon echt übertrieben gemein. Ja, das finde ich auch. Das hat Mika ganz schön zugesetzt, kann man nachvollziehen. Ja, und deswegen ist das auch diese Freundschaft, diese Online-Freundschaft eben halt auch dann weg, ne? Ich traue dem nicht nach, finde ich aber immer schade, sowas, ne? Ich verstehe, was du meinst. Okay, es kommt nicht wieder vor. Tammy, ich wollte euch nicht auf den Arm nehmen. Ich dachte tatsächlich, der Stuhl hätte sich bewegt, aber ich habe mich geirrt. Schon gut. Weißt du, auch wenn es keiner von uns gerne zugibt, wenn man sich in so einem alten, verlassenen Gemäuer herumtreibt, ist man ziemlich angespannt. Ich glaube das auch. Ob man will oder nicht, da können die Nerven schon mal blank liegen. Ich war damals auch mal durch so einen Bunker spazieren. Mein Gott, war das gruselig. Fledermäuse gefangen und so ein Scheiß. Und wenn man dann noch bedenkt, was sich hier zugetragen hat. Mika hat dir sicherlich davon erzählt. Ja, ja. Meinst du die Spukgeschichten? Meinst du den Selbstmord des Jungen? Ja, sie hat mir davon erzählt. Ja, da muss ich schon wieder arbeiten. Ne? Diese Gerüchte halten sich schon seit Jahren. Die Leute behaupten, das Waisenhaus sei von einem Spukheim gesucht. Es werden die unheimlichsten Dinge über diesen Ort erzählt. Aber was mich am meisten beschäftigt, dieser Junge. Ja, mich auch schon die ganze Zeit. Mika hat mir den Zeitungsartikel gezeigt. Schreckliche Geschichte. Denkst du wirklich, er hat sich selbst das Leben genommen? Wow, was ist draußen los? Da draußen. Bah, 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 bah. Hey, Papa. Naja, es konnte nie eindeutig geklärt werden, ob es tatsächlich um ein Suizid handelt. Es gibt aber auch Gerüchte, der Junge sei vor Angst gestorben. Irgendwelche Kinderstimmen hätten ihn in den Wahnsinn getrieben. Vor Angst sterben, Alter, huh.
Und wenn man sich vorstellt, genau an diesem Ort zu sein, da kann es einem schon den Schauder über den Rücken treiben. Vor Angst stellen, da stelle ich mir vor, was war das für ein Spiel noch da? Dieses koreanische Spiel. Ist schon komisch, oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Als Krankenschwester sollte ich mit Leid und Tod umgehen können. Naja, aber das ist eine ganz andere Situation. Aber dieser Junge, dieser Ort, das ist schon irgendwie ziemlich krass. Wieso machst du überhaupt denn? Warum machst du es überhaupt? Kann ich verstehen. Ich dachte, du glaubst nicht an Geister. Yummy, 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 I got love in my tummy. Tue ich auch nicht. Aber ich weiß nicht, dieses Gebäude hier, es ist merkwürdig. Es fühlt sich irgendwie anders an. Kälter, bedrohlicher. Hier, schau mal. Ach. Ja. Immer die Enten irgendwo im Hintergrund, so, ne? Haben wir das öfters gehabt mit solchen Enten? Ich glaube ja, ne? Ja. Und ich sitze nun hier völlig alleine im großen Speisesaal und warte auf die anderen. Ich fühle mich bedroht. Ich würde jetzt nicht mit dir tauschen wollen. Also da hätte ich auch Angst, so ganz alleine. Ich habe ja schon das Gänsehaut, obwohl ich noch gar nicht dort bin. Aber im Speisesaal, im großen Speisesaal, lieber denn da so sitzen, als so einen kleinen Kabuff nachher, weißt du? So einen alten, verrotteten Kabuff, wo man schon die Dachbalken sieht, wo sich derjenige aufgehangen hat, der 12 Kinder getötet gegessen hat. So, ach, wie passend, da kommt ja Leon gerade. Hui, jetzt bin ich nicht mehr alleine, jetzt ist es nicht mehr so gruselig. Cam Treppenhaus Bewegung registriert. Jawoll! Was? Was ist das denn? Jetzt hacken? Kann ich das jetzt so jetzt hacken? Das ist irgendwie alles anders aufgebaut, ne? Hatten wir schon irgendwie so Zwischenminispiele gehabt? Ich habe jetzt immer keinen Bock, in die Pause zu drücken. Ihr seht ja, ich habe eine Flat. Wie funktioniert denn das mit der Flat? Warte, jetzt ansehen, jetzt hacken. Löse Stack Hack. Minispiele. Inka hört man im Hintergrund. Lotte, nein, Lotte, nein. Einfach den Mund zu halten, wa? Irgendwie war hier was auch mit den Themen-Dings hier, ne? Ich habe das bloß nicht kapiert. Da hat auch jemand gesagt, das musst du so machen. Man musste tatsächlich erstmal alles einzeln abschließen. Was ich natürlich nicht ganz so klasse fand. Bei den alten Spielen, bei The Healing oder so, da konntest du draufdrücken und konntest du sofort Bums wegmachen. So, jetzt haben wir zwei Dateien. Hexentanz hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt, die Datei. Erinnere ich mich noch, glaube ich, dran. Wow, dass man das nicht abbrechen kann, weil das einfach so ultra lange geht einfach, ne? So, jetzt vielleicht. Ja, super. Und jetzt, was ist das? Interview. Wenn ich es Ihnen doch sage, in diesem Haus, in diesem verdammten Waisenhaus geschehen Dinge. Unheimliche Dinge. Da war dieses Mädchen, stand da an einem der Fenster. Hab ich gesehen. Stand einfach nur da und sah mich an. Starrte mich förmlich mit diesen eiskalten, toten Augen an. Dann waren da überall diese und Stimmen. Ich schwöre, dieser Ort ist verflucht. Und dann noch der Junge, der sich dort angeblich umgebracht haben soll? Nein, das war kein Selbstmord. Die Geister haben den armen Jungen in den Tod getrieben. Ja, das ist wahr. Ich war dabei. So. Leute, ist jemand von euch im Treppenhaus? Die Kamera ist angegangen. Nope. Bin jetzt bei Tammy im Speisesaal. Und ich bin immer noch bei Hans Günther, den knuddeligen Braten.
Ich fass auch nicht. Bin jetzt oben im Dachgeschoss. Der Stuhl steht übrigens noch. Ja. Bitte, Kuh. Mach dich ruhig nur lustig über mich. Frag sich nur, wie lange. Irgendwann ist auch mal gut. Na. Sandy, was ist mit dir? Bist du im Treppenhaus? Sandra! Vielleicht hat sie keinen Empfang. Gott, Stimmbruch. Vielleicht hat sie keinen Empfang. Ich glaube, sie hat noch immer ein Problem mit ihrer Kamera. Komisch. Ich hatte vorhin noch mit ihr geschrieben. Wird Zeit, dass wir die Monitore zum Laufen kriegen. Jarek, du bist doch gerade in der Nähe vom Eingang. Schau noch mal im Kofferraum von meinem Wagen nach. Es fehlt noch eine Tasche mit Kabeln. Hatte ich vorhin wohl liegen lassen. Jawohl, Chef. Wie sieht die Tasche denn aus? Wir schleppen inzwischen eindeutig so viel Kram mit unseren Drehs. Zu unseren Drehs. Ist so eine große schwarze Sporttasche. Eigentlich nichts übersehen. Okay, mach mich auf den Weg. Echt komisch, dass sich Ino und Samu noch immer nicht gemeldet haben. Ja, die sind tot. Sie müssten längst hier sein. Was, wenn denen doch etwas passiert ist? Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Es war ja sehr nebelig. Unsinn. Du kennst doch die beiden Trödeltanten. Aber es war Nebel. Waren die jemals pünktlich? Und außerdem, guck mal raus. Der Nebel ist echt heftig geworden. Boah. In so einem alten Waisenhaus, ne? So ein Nebel, weißt du? Silent Hill-mäßig so. Warum kuscht da keiner längst? Das ist geil gewesen. Wow! Das ist ja wie ein schlechter Horrorfilm. Puh, das sieht man ja nicht die Hand vor Augen. Sieht ja schon fast romantisch aus. Romantisch? Nebel finde ich nie romantisch, aber ich finde es geil. Spookisch. So ein bisschen, buah. So mit Jänsehaut und so. So über den Nacken und so. Ja, ja. Mhm. Sag mal, wo habt ihr eigentlich die Kühlbox versteckt? Ich könnte so langsam was zum Essen vertragen. Ich dachte, du willst saufen wieder. Was? Es geht ja hier nur um Alkohol in diesem Spiel, ne? Gute Idee. Nach der langen Fahrt könnte ich ein halbes Schwein auf Toast verdrücken. Steht ganz hinten bei den Schlafsäcken. Futtert uns bitte nicht alles weg, ich habe auch noch Hunger, Mann. Keine Panik, ich esse nur ein Sandwich. Aber nicht das mit Thunfisch, das ist meins. Du bist doch eh der Einzige von uns, der Thunfisch mag. Thunfisch ist doch lecker. Mhm. Hey. Oh, so ein Kaffee wäre auch geil, ne? Nur mal so. Ich würde auch freiwillig verzichten. Nicht ganz, ich auch. Du bist echt so motorischer Krampf. Guck mal, das Ding geht schon wieder an. Frauen, ey. Du bist ja zum Glück weit weg. Was zum Teufel? Was ist los? Schimmeliges Brot. Gibt's auch noch ein Lied drüber? Müsst ihr euch mal anhören, das ist witzig. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das sein? Hier funktioniert die Zeit ganz, ganz anders. Ich meine, das ist allein schon zu filmen, ne? Das ist total schade, ne? Da hat tatsächlich so die Entwickler, so Carsten so, oder Tim, ich glaube, dass er so, dass Tim sowas macht. Der hat sich ein Sandwich gemacht und das erstmal 3 Wochen stehen lassen, ne? In der Sonne dann, so, ne? Schade, oder? Wie kann das sein? Alles in der Kühlbox ist verschimmelt und voller Maden.
Und dann macht man so etwas. Ganz im Ernst, das würde mich mal interessieren. Macht ihr wirklich so etwas? Haut ihr da Lebensmittel rein und dann lasst es vergammeln und dann habt ihr das für ein Spiel? Ich meine, klar, wie soll man es sonst machen, ne? Aber ist das nicht schade? Ich bin kein Fan von Lebensmittelverschwendung, so, ne? Ist nicht so meins. Mir wird schlecht. Mir auch. Wie konnte das so? Na, guten Appetit. Weiß ich nicht. Aber ist cool. Ist cool. Aber ich glaube, Carsten ist ja sowieso ein Gewitzter. Ich meine, der kriegt das doch auch mit hier. Wenn mich mir das mal anguckt, der hat das nicht da mit Photoshop oder so gemacht. Das ist schon, glaube ich. Na, ganz klasse. Die Weinflaschen kaputt, das Essen verdorben. Das wird ja ein netter Abend. Aber das ist doch noch merkwürdig. Martin Schimmel, das kommt doch nicht von heute auf morgen. Mika hat recht. Selbst dann nicht, wenn die Kühlung defekt wäre. Wie lange waren die Sachen schon dort? Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Ich verstehe die Nummern einfach nicht. Was soll das? Ich bin verzweifelt. Sandy, sagte doch, sie hätte das meiste von frisch gekauft. Ist doch richtig, Sandy, oder? Da war wohl der freilaufende Schimmelgeist am Werk. Ja, der ist natürlich, der ist gemein, der freilaufende Schimmelgeist. Das ist ein heftiger Typ auch. Witzig, Jarek, Mann, jetzt habe ich voll Hunger. Wir müssen uns eine Pizza bestellen. Was, wenn Ina und Samu uns einen Streich spielen wollen? Was, mit schimmeligen Sachen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kühlbox hätte doch Sandy mitgebracht. Oder hatte sie? Inzwischen traue ich den beiden alles zu. Die Chaoten. Oder die ganzen Sachen waren doch nicht so frisch, wie Sandy behauptet. Ändert nichts. Das Zeug ist für die Tonne. Für heute heißt es wohl Fasten. Ja, das ist scheiße, ne? Kein Wein, kein Essen. Wie soll ich das bloß ertragen? Vor allem kein Wein. Dann gibt es halt Hasenbraten. Ja, komm her, Günther. Der gute Jünger. So, Kinderchen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder tatsächlich, weil da mache ich auch wieder was. Das ist jetzt so. Die Woche wird jetzt schön aufgenommen. Denn nächste Woche ist wieder, glaube ich, ein bisschen anders. Aber diese Woche ist so. Okay. Reingehauen. Danke fürs Reinschalten und tschüssli, Müsli.